Hallo und herzlich willkommen hier bei Didi's Gaming Crowd. Mein Name ist Christopher und ja, es hätte doch so schön sein können, der Release von Dragon's Dogma 2. Und nun, naja, möchte ich nicht sagen, dass er überschattet wird, so weit möchte ich nicht gehen, aber in der Nacht zum Release und jetzt, ja, gerade um den Release-Zeitraum ist jetzt ein anderes Thema in den Fokus gerückt, nicht das Spiel selbst, auf das sich ja viele sehr gefreut haben. Ja, also es gilt schon jetzt am Anfang des Jahres als einer der heiß ersehntesten Titel für dieses Jahr. Und ja, da dachte man sich bei Capcom, lass mal schön zum Release ein paar DLCs rausballern. In Form von Microtransactions. Dragon's Dogma 2 ist ein Singleplayer-Spiel und dementsprechend sind viele Spieler natürlich verwundert, was das denn soll. Ich blende das mal ein, das ist eine ganz schöne Latte an Mikrotransaktionen, die hier als DLC zu kaufen sind bei Steam oder eben in den jeweiligen Shops. Und da haben wir zum Beispiel die Möglichkeit, für echt Geld dann die Wesensart von unserem Vasallen zu ändern. Wir können aus dem Verlies entkommen, unseren eigenen Charakter für 1,99 € nochmal bearbeiten, Lagerausrüstung holen, benutzerdefinierte Sounds holen oder eben eine Schnellreise nutzen. Alles für einen schmalen Taler. Also, naja, ist jetzt alles nicht überlebensnotwendig, muss man sagen. Ganz ehrlich, braucht man wahrscheinlich nicht, um das Spiel in irgendeiner Art und Weise genießen zu können. Also man kann das wunderbar ausblenden und sich denken, ja, mein Gott, Capcom versucht da halt einen kleinen Cash-Grab. Man muss ja auch feststellen, und wenn man sich das anschaut, ich glaube, in Resident Evil haben sie das schon gemacht. Sie haben das bei Devil May Cry 5 gemacht. Da gab es, glaube ich, auch schon so einen kleinen Aufschrei, weil es immer wieder Singleplayer-Spiele sind, wo Capcom das etabliert. Es ist jetzt aber echt nicht überraschend. Also dieses große, was, die machen das jetzt bei Dragon's Dogma 2 in ein Singleplayer-Spiel, DLC, das sehe ich nicht. Also diesen Aufschrei, den kann ich absolut nicht verstehen. Auf Steam ist das Spiel größtenteils jetzt negativ bewertet deswegen, ne, weil die Leute angepisst sind. Wie gesagt, in den eigentlichen Spiel macht es wahrscheinlich relativ wenig aus, aber man muss natürlich sagen, Capcom hat sich hier wahrscheinlich dazu entschieden, oder wahrscheinlich nimmt man das Ganze in Kauf, nehme ich mal an, diese größtenteils negativen Rückmeldungen, dieses negative Feedback. Vielleicht hat man halt in den vorherigen Fällen bei Resident Evil und Devil May Cry gemerkt, ja, es gibt zwar negative Stimmen, die Leute sind erstmal angepisst, es gibt einen kleinen Shitstorm, aber es rechnet sich wahrscheinlich. Es ist jetzt nicht Capcoms erstes Spiel, wo sie es machen, und nicht das erste Spiel, wo sie einen negativen Backlash bekommen und sie machen es trotzdem. Das lässt mich doch erstmal mutmaßen, dass sich das Ganze zu lohnen scheint, weil sonst würden die das nicht weiter einbauen in ihre Spiele. Also von daher, gibt ihnen der Erfolg vielleicht recht, wie das aussieht. Was ich hier viel eher kritisieren möchte in diesem Video, ist die Art und Weise, wie man es rüberbringt. Also in den Review Guides, also zur Erklärung, wenn man ein Spiel von einem Hersteller vorher geschickt bekommt, gibt es in den meisten Fällen so eine Art Guideline von Sachen, die man beachten sollte. Und da stand es wohl drin, dass da noch was kommen wird. Aber ja, es ist natürlich, es hinterlässt so einen komischen Beigeschmack, wenn das dann alles auf einmal in der Nacht zum Release freigeschalten wird und man sieht da diese breite Palette an Microtransactions. Das stößt halt wirklich komisch auf. Also da müsste man schon mal bei Capcom vielleicht sagen, ey, Leute, wir gehen jetzt mittlerweile diesen Weg, wir sind auch überzeugt davon und es ist auch überhaupt nichts, was das Spiel jetzt größtenteils
ja, negativ beeinflusst. Es sind einfach Sachen, die könnt ihr euch zusätzlich holen, wenn ihr euch das Spiel ein bisschen einfacher machen wollt, wenn ihr ein paar nette Sachen dazu haben möchtet, dann könnt ihr halt echtes Geld dafür ausgeben, aber ihr braucht es absolut nicht tun. Warum fährt man nicht diese Marketing-Schiene und sagt, ey, das ist halt der Weg, den wir gehen, und dafür haben wir uns entschieden, für Spieler, die es eben ein bisschen leichter haben wollen. Stattdessen versucht man es ein bisschen hinter, also vermittelt man den Eindruck, man möchte das ein bisschen hinter dem Rücken der Leute ranführen. Ist jetzt nicht ganz so clever. Überschattet den Release von Dragon's Dogma 2 so ein bisschen, aber ich denke, ich bin mir fast schon sicher, dass am Ende dieser ganzen Kontroverse, wenn man später auf Dragon's Dogma 2 zurückblickt, eben nicht diese Diskussion vorherrschen wird, sondern eben, was es für ein gutes oder was es für ein herausragendes Spiel war, ist oder für ein schlechtes Spiel. Ich weiß es noch nicht, ich bin gerade erst in der ersten Stunde des Spiels, werde dann wahrscheinlich auch noch mal ein extra Video dazu machen, vielleicht auch ein Review-Video, mal schauen. Ich denke aber, dass der Diskurs über das Spiel selber, der wird viel mehr im Fokus stehen in ein paar Jahren als diese Debatte. Ich bin mir da eher sicher, dass das verstummen wird und auch beim nächsten Spiel Capcom sich sagen wird oder bei dem nächsten Spiel, wo sich anbietet, komm, lass das wieder einbauen, scheiß auf den Shitstorm, den nehmen wir doch einfach mit. Oder denkt ihr da anders? Sagt ihr, nee, auch wenn das nur so zusätzliche Sachen sind, die man eigentlich fürs Spiel nicht braucht, womit man sich auch eigentlich auch ein bisschen kaputt macht, weil man es sich viel zu einfach macht, ne? Also, sagt ihr, nee, das gehört einfach nicht in ein Singleplayer-Spiel, da ist für mich die Linie und das hat da gar nichts zu suchen. Oder sagt er, naja, eigentlich wird da jetzt viel Lärm um nichts gemacht und letztendlich bestätigen wir ja mit dem Kauf einfach nur die Methoden von Capcom. Bin gespannt, was ihr dazu in den Kommentaren schreibt. Wenn es euch gefällt, dieses Video, dann gebt einen Daumen nach oben und abonniert, um in Zukunft mehr davon nicht zu verpassen. Ich wünsche euch jetzt noch einen wunderschönen Tag und bis zum nächsten Mal. Macht's gut.